ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar zeige ich euch heute den Inhalt meines Wichtelpakets, das ich von der lieben Kati bekommen habe. Und zwar haben wir, also ein paar andere Pferde-YouTuber und ich, eine kleine Gruppe gebildet und zusammen gewichtelt. Und stellen euch jetzt jeweils in den Videos vor, was wir von den anderen bekommen haben oder von jeweils einem anderen. Natürlich wünsche ich euch allen auch erst nochmal frohe Weihnachten und hoffe, ihr hattet schon eine schöne Zeit mit euren Familien und habt schön viel gegessen und schon Geschenke bekommen und so. Ich habe ein Wichtelpaket von der lieben Kati bekommen. Den Kanal verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Und sie hat ein richtig schönes Paket für mich zusammengestellt. Ich muss auch ehrlich sagen, als das Paket von der Kati angekommen ist, habe ich es aufgemacht und wollte mal reinlunzen, was drin ist, bevor ich dieses Video drehe. Und dann hatte sie alle Geschenke einzeln eingepackt und ich war eigentlich so neugierig und wollte direkt wissen, was drin ist. Und da ich aber noch keine Zeit hatte, das Video zu drehen, habe ich dann doch am nächsten Tag alle Pakete schon aufgepackt, weil ich nicht warten wollte, um das irgendwie jetzt hier vor der Kamera auszupacken. Deshalb zeige ich euch jetzt einfach, was in dem Paket drin war. Also liebe Kati, wenn du das Video jetzt siehst, mir hat das Paket wirklich gut gefallen und ich zeige euch jetzt, was drin ist. So. Zuerst einmal hat die Kati mir einen lieben Brief dazugelegt und ich muss ehrlich sagen, ich habe erst gedacht, wir wichteln anonym und habe mein Päckchen weggeschickt und deshalb irgendwie auch ohne Karte und ohne Absender und dann haben wir doch nicht anonym gewichtelt. Okay, also Kartis Karte. Das ist Kartis Karte. Ich lese euch das einfach mal vor. Hallo liebe Isa, hier ist endlich dein Wichtelpaket. Ich hoffe, ich habe deinen Geschmack wenigstens ein bisschen getroffen und du kannst mit allem etwas anfangen. Ich fand es wirklich nicht leicht, zu allen Themen etwas Geeignetes zu finden. Jetzt erstmal viel Spaß beim Auspacken und noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Alles liebe Kati. Und dann hat sie mir zu den einzelnen Geschenken auch noch ein paar Beschreibungen dazu geschrieben. Fand ich auch sehr nett. Das erste war die Kategorie nett zu haben. Dazu hat sie geschrieben, dass ich es leider nicht verpacken konnte, weil es so groß war. Und ja, kann man aber immer gebrauchen, haha. Und zwar ist das dieser Kalender, dieser Stallburschenkalender, ist bestimmt einigen von euch bekannt. Ja, Ola hat jetzt gerade, meine Kamera hat gerade das Gesicht von dem Typ hier fokussiert. Okay, ja, also ich hatte noch nie einen Stallburschenkalender, ich habe die bisher auch immer nur selbst verschenkt. Und jetzt habe ich selbst mal einen für 2017 und mal schauen, wo ich mir den dann hinhänge. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Dann hatten wir die Kategorie, die im Moment so in ist und so gehypt wird, und zwar Einhorn. Und da gibt es ja im Moment eigentlich fast alles zu Einhörnern und die Kati hat sowas Cooles für mich gefunden. Also das hat mir wirklich gut gefunden. Das hat mir wirklich, das gefällt mir wirklich gut. Und zwar hat sie geschrieben, Einhorn fand ich echt schwer, wenn man nicht etwas komplett Sinnfreies kaufen wollte. Ja, aber sinnvoll finde ich das gar nicht. Und zwar hat sie mir diesen Becher geschenkt. Diesen, ja, Kaffee-Tee-Becher. Und der ist so süß. Ja, und da steht drauf, fresst meinen Feenstaub, ihr Langweiler. Und der ist so süß. Das ist hier. Ja, das ist auf jeden Fall mein Becher. Ich finde, der steht mir, oder? Passt zu mir. Ja, okay. Finde ich aber voll süß. Finde ich auf jeden Fall sehr süß. Das ist er. Lalala, lalala. Okay, ich fand es ja ehrlich gesagt auch schwer, irgendwas mit oder von Einhörnern zu kaufen, weil irgendwie im Moment auch überall alles ausverkauft ist. Ich weiß gar nicht, kann mir irgendjemand sagen, warum das im Moment so gehypt wird mit den Einhörnern? Ich weiß es nicht. Was ich auch einfach super, super süß fand, war das dritte Geschenk, und zwar Balsam für die Seele. Und da hat sie auch dazu geschrieben, das steht für sich. Tut es auch wirklich, und zwar hat sie mir eine Körperbutter geschenkt von DM. Und schaut mal, wie süß ist das einfach, dass da ein Bild von uns drauf gedruckt ist. Das ist doch so cool. Und das Bild ist übrigens auch von der Kati. Alles Katis hier. Von unserem Fotoshooting im Sommer. Ja, da steht auch drauf, Balsam für die Seele. Finde ich total die süße Idee. Habe ich so noch nie gesehen. Ich wusste ja, dass man Tassen und sowas bedrucken lassen kann. Aber dass man auch so Beauty- oder Kosmetikprodukte individualisieren kann, finde ich ziemlich cool. Kann man auch immer gut gebrauchen. Also, ja, fand ich voll süß, als ich das ausgepackt habe. Also jetzt finde ich es immer noch süß, aber als ich es ausgepackt habe, habe ich das richtig erstaunt irgendwie. Die vierte Kategorie ist Must-Have im Winter. Und Kati schreibt,
Davon kann man, finde ich, nie genug haben. Ich hoffe, du hast nicht genau so eins schon. Und zwar hat sie mir da dieses Spooks-Stirnband geschenkt und ich muss ehrlich sagen, ich habe auf der Pferd- und Jagdmesse auch vor diesem Stirnband gestanden und überlegt, es mir zu kaufen. Ich habe es sogar einmal gekauft, um es einer Freundin zu Weihnachten zu schenken. Und eine Mütze dazu habe ich auch verschenkt, aber selbst habe ich es mir nicht gekauft. Und jetzt finde ich es total cool, dass ich es trotzdem selbst auch habe. Weil hinterher habe ich mir überlegt, hättest du die auch noch kaufen können? Und ja, ist auf jeden Fall cool. Aber ich kann es jetzt leider nicht aufziehen, weil ich habe mir jetzt gerade die Haare gemacht. Und die sind sonst jetzt gleich elektrisch. Aber ich finde, es steht mir, oder? Ja, also danke, Kathi. Und ich habe das nämlich noch nicht. Und finde es ziemlich cool. Und es ist auch weihnachtlich irgendwie mit dem Rot-Gold. Dann kommen wir zur Christmas Edition. Und zwar ist das Katis allerliebstes Weihnachtsprodukt. Und zwar Weihnachtsschokolade. Diese Weihnachtsschokolade Classic ist von Lindt. Und zwar fein gefüllte Vollmilchschokolade mit einem Hauch von Zimt und Koriander. So eine Schokolade habe ich dieses Jahr auch noch nicht geschenkt bekommen, weil ich habe ja auch Anfang des Monats Geburtstag, dann ist Nikolaus, wo man immer was kriegt, Weihnachten und ich habe einfach noch so viel Schokolade hier liegen. Ich glaube, ich kriege bald einen Schokoladenkoller. Aber eigentlich ist Schokolade so lecker und ich esse dann oft viel zu viel. Na gut, ich steige dann irgendwann auf Gummibärchen um. Nein, auf jeden Fall danke für die Schokolade. Ich werde sie auf jeden Fall verputzen. Etwas, wofür wir nicht selbst auch Geld ausgeben mussten, ist die Kategorie Weitergeschenkt. Und da hat Kathi dazu geschrieben, sie mochte es einfach nicht so, vielleicht gefällt es mir ja. Und das ist Parfüm von Bruno Banani. Und Pure Woman heißt das. Und ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich nicht so der Parfüm-Spezialist oder nicht so der riesengroßer Fan von Parfum bin, weil ich das irgendwie nicht haben kann, wenn ich mir irgendwie Parfum irgendwo hinsprühe und das den ganzen Tag so penetrant in der Nase habe. Deshalb gibt es nur ganz wenig Parfum, was ich an mir mag oder riechen kann. Aber das fand ich jetzt bisher gar nicht so schlecht. Riecht mal. Oh, ihr riecht gar nichts. Schade. Oh, was macht meine Hand da? Nein, also ich finde das jetzt eigentlich ganz angenehm, Kathi. Da gibt's, finde ich. Ich finde das Parfüm auf jeden Fall total angenehm. Ich habe es jetzt noch nicht drauf gemacht. Kann ich mal machen. Mal gucken, was die anderen später. Jetzt habe ich es voll eingeatmet. Was die anderen später sagen. Aber ja, ich werde dir sagen, wenn die Flasche leer ist. Das waren meine Wichtelgeschenke von der lieben Kathi. Also vielen, vielen Dank, Kathi. Du hast wirklich meinen Geschmack getroffen und ich finde alles schön und es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, nee, das finde ich doof. Ich fand es auf jeden Fall total cool, mit den Mädels zu wichteln. Also man hat ja nur von einer Person die Geschenke bekommen, aber auch jetzt zu sehen, was die anderen geschenkt bekommen, fand ich irgendwie auch total cool, weil sich ja jeder auch unter den Kategorien was anderes vorgestellt hat oder irgendwas anderes hat einfallen lassen und das fand ich ziemlich cool. Und ja, würde nächstes Jahr bestimmt auch wieder mitmachen. Ich werde euch auf jeden Fall die Kanäle der anderen Mädels auch nochmal in der Infobox verlinken, damit ihr da auch nochmal vorbeischauen könnt und euch die anderen Videos auch anschauen könnt, wenn ihr möchtet. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Jahr 2016, einen guten Rutsch ins neue Jahr und das war's dann jetzt wirklich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!